So, meine Lieben, hallo zusammen. Jetzt sind wir hier am Figurenmalen und ich will euch zeigen, wie ihr hier mit so einem Cosmotop Spin Serie 5587 ihr damit Figuren malen könnt. Ist nämlich gar nicht so schwierig. Das ist ein sogenannter Schwertpinsel. Wie gesagt, Cosmotop Spin. Und hier ist so ein ganz feiner Rand. Und mit diesem feinen Rand drucken wir die Beine. Und mit der Spitze malen wir den Rest. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Also. Wir starten mit dem ersten. Da fehlt mir nach oben ein bisschen Platz. Macht mich jetzt schon so ein bisschen panisch. Ich könnte nach unten anhängen. Versuchen wir mal. So. Eine Frau mit dem Rock. Nehmen wir grün hier oben. Runde Schultern. Die sind ja entspannt, die Mädels. So, zum Beispiel. Und weiter geht's. Jetzt gehen wir mal ins Orange. Und wieder. Arm dazu, da könnt sie den Arm nach vorne haben, da ist da der Ellbogen und den Rest denkt sich das Auge dazu und der Kopf, die sieht man von hinten, die hat noch eine Handtasche in der Hand. Dann und so kann man mit der Größe variieren. So, jetzt gehen wir noch mal ins Blau. Machen wir hier mal einen großen noch hin. Ausschnitt, ein Bäuchlein. Arme gehen fast bis runter, also an die Hüfte auf jeden Fall und Kopf. Die hat enge Jeans an. Da sieht es aus, als hätte sie Pampers. Das muss ich ein bisschen schließen. Und? Gleich eine Schuhe. Dann gehen wir hier noch hin. Da passt auch noch einer hin. Da nehmen wir jetzt mal. Lasur goldgrün hier unten. Also hier ist Lasur goldgrün. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das gerade noch schön
ich die Kante erwische, schön abstreife. So, jetzt Glasurgoldgrün. Und dazu nehmen wir Violett. Erstmal mischen. Okay, das ist mehr so ein rötliches Violett. Jetzt Thomas. Das sieht nach schlanker Frau aus oder nach schlankem Jüngling. Jetzt gucken wir mal, was draus wird. Ja, eine Frau. Die hat natürlich Schuhe in der gleichen Farbe an. Oder Kopf. Kopflose Frauen gibt es öfters. Okay. Das habe ich nicht gesagt. Nein, nein, nein. Ups. Lange Beine hat der. Wow. Stehriese. Dahin wäre auch gegangen. Hätte ich den Oberkörper länger machen müssen. Aber okay, der ist so, wie er ist. Jetzt gehen wir mal noch. Machen wir noch einen neben dran, weil es so schön war. Eins. Das macht unheimlich Spaß. Müsst ihr mal probieren, so die Proportionen so ein bisschen einzuschätzen und sich da so ein bisschen reinzufühlen. Das ist wunderbar. Schon alleine. Das Malen beruhigt euch und es macht so viel Spaß. Der ist wieder eher in Ordnung. Manchmal vertut man sich. Das ist der Scheinriese. So. Haben wir noch Platz? Haben wir noch Platz? Schiebt mal ein bisschen nach oben. Machen wir da auch noch einen hin, was gerade so viel Spaß macht. Jetzt werden wir mal ganz gewagt. Sieht man das noch? Das sieht man noch gut. Die muss einen Schal auf der Seite hängen haben. Also, Leute, legt los, es macht jede Menge Spaß.